Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und wir sind jetzt bei der zweiten Lektion meines Lehrgangs PHP 5 für Einsteiger unter www.php5-wir-lernen.at findest du ihn. Und in jeder Lektion gibt es hier entsprechende Zusatzmaterial, Aufgabenstellungen, die über das Video hier hinausgehen. Hier ein Hinweis, was ist so toll an PHP 5? Ich habe ein paar Vorteile zusammengestellt. Ein Vorteil ist hier sicherlich die besonders einfache Zusammenarbeitsmöglichkeit mit Datenbanken, insbesondere MySQL. Dann, es gibt für wirklich viele Anwendungsmöglichkeiten rund um Webseiten, gibt es für PHP immer den entsprechenden Befehl, entsprechende Anweisung. Hier zum Beispiel, wie kann ich Zufallszahlen erzeugen, wie kann ich würfeln zwischen 1 und 100. Hier die Funktion RAND zum Beispiel. Wenn man die dann eben weiß, kann man würfeln. Man kann sie, wenn man die Funktion Echo zum Beispiel hat, kann man sie dann auch hier ausgeben. Ja, darüber hinaus hat PHP den Vorteil, dass es eine leicht verständliche Syntax hat. Man kann es vergleichen mit Rechtschreibung und Grammatik. Das heißt, man kann relativ einfach lernen, wie man die Befehle, die Anweisungen von PHP miteinander in Verbindung setzt und damit dann eben recht rasch zu Ergebnissen kommen. Ja, man sieht hier ein Beispiel, dass der PHP-Code zum Beispiel, also das, was PHP ausmacht, immer zwischen diesem Text steht. So hast du schon ein bisschen Erfahrung mit HTML gemacht. Und hier bei diesem kleinen Zeichen, Fragezeichen PHP. Und dann hier kommt dann der PHP-Code und der wird dann abgeschlossen mit dem Fragezeichen, Größerzeichen. Also alles, was man PHP macht, schreibt man immer hier zwischen diese PHP-Tags. Dann weitere Vorteile von PHP sind sicherlich, dass PHP letztlich und alles rund um PHP als Open-Source-Software entwickelt wird. Open-Source-Software kann von allen im Prinzip weiterentwickelt werden, ist in der Regel kostenlos, kann also kostenlos heruntergeladen werden. Alle arbeiten daran und helfen einander. Auch die Community unterstützt dich bei Fragen, in der Regel kostenlos. Wenn du bei Google etwas eingibst und Fragen hast zu PHP, wirst du bald auf irgendeiner Seite fündig werden. Dann PHP haben wir in der vorgehenden Lektion schon besprochen, dient ja dazu, dass man eine Webseite erzeugt auf einem Webserver. Und diese Webseiten, diese Server werden ja von Providern zur Verfügung gestellt und PHP läuft im Prinzip bei allen Providern. Man kann aber auch darüber hinaus PHP auf dem eigenen Computer ausprobieren. Und dazu kann man dann einen sogenannten lokalen Webserver installieren. Und das Tolle daran ist, dass man so einen lokalen Webserver auch auf einem USB-Stick installieren kann. Und da gibt es ganz bestimmte Versionen dazu, dass man das auch auf dem heimischen Rechner, auf dem USB-Stick zum Beispiel installieren kann. Und das sind hier der Internetadresse www.apachefriends.org kann man sich hier dann die entsprechende Software runterladen, um dann eben einen Webserver und PHP installieren zu können. Also hier zum Beispiel ist diese Webseite. Ja, zum Schluss empfehle ich dir wiederum, dass du dir unten die Aufgabenstellung anschaust, damit du das, was wir hier gemacht haben, verfestigen, und danke fürs Zuhören.